Jetzt bei Valulis sieht fern. Wenn Promis kochen und ihre Wohnung zeigen. Alles nur Show. Ich hab mir halt für diesen Dreh diese Wohnung hier gemietet. Ist das so schlimm, oder was? Ein Blick hinter die Kulissen. Was machen eigentlich Fernsehredakteure? Ah, da ist es ja. Und wenn Köche helfen. So funktioniert die typische Kochsoap. Wieso glauben die, dass ich ein Bocuse werden will? Weil wir versuchen, hier einen Spannungsbogen aufzubauen. Ich bin Philipp Valulis. Fernsehen macht blöd, aber unglaublich viel Spaß. Was gibt es Schöneres als Kochen? Vieles. Ich meine, es macht nur Dreck und dauert Ewigkeiten. Und das steht sogar bei Wikipedia. Aber wenn ich kochen würde, dann würde ich etwas ganz Besonderes machen. Und zwar einen Burger, der nur aus Fleisch besteht. Ich nenne ihn Pure Beef Burger. Ein unglaubliches Ribeye Steak mit krossem Bacon und leckeren Hackfleischbällchen. Verfeinert mit leckerer Bratensoße und knusprigen Speckwürfeln. Umhüllt von zwei saftigen Schnitzeln Wiener Art. Der Pure Beef Burger. Ein echter Traum. Für echte Männer. Und jetzt auch für Frauen. Der Lady Burger. Und das deutsche Fernsehen ist voll von Kochsendungen. Da wird allein gekocht, wie bei Tim Mälzer. Das Ganze geht jetzt in den Ofen. Und zwar so lange, bis es fertig ist. Mit Assistentin, wie bei Vincent Klink. Und ruhig mehr. Noch mehr? Du weißt ja, der Italiener hat kein Blut in der Ader, sondern nur Olivenöl. Oder zu zweit, wie die beiden gleichgeschlechtlichen Gelköpfe, Andi und Alex, in Österreich. Vergesst euch die Madeln, servus die Buben. Natürlich warten wieder zwei Gerichte auf sie, die sie unbedingt nachkochen müssen. Sie nehmen jetzt ein Tor Olivenöl, ein Butter, gib ein Butter rein, das ist sicher gut. Ja? Auch wichtig, die Semmeln nicht so dünn schneiden, weil sonst haben sie nichts davon, wenn sie so kleine Bladeln in der Hand haben. Weil sie müssen ja die Saftel so richtig schön mit einer Semmel auftunken und dann einbeißen. Das ist ja Hammer. Schön, schön da im Pfandl verdörren jetzt. Und das Ganze wird aromatisiert mit natürlich ein bisschen Rosmarinzweigel und ein Knoblauch. Spatensender geben hilfreiche Tipps. Aus Kokain und Backpulver kann man übrigens im Handumdrehen Crack zaubern und so die knappe Studentenkasse ein bisschen aufbessern. Als erstes das Kokain. Bitte auf das genaue Mischverhältnis achten, sonst ist es tödlich. Dann das Backpulver dazu und das Ganze mit ein bisschen Wasser bearbeiten. Crack ist übrigens die Droge mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial. Man kann sich also so relativ schnell und sicher einen treuen Kundenstamm aufbauen. Bei den Topfgeldjägern im ZDF kochen diese Kandidaten um die Wette. Und der Unterschied zur Küchenschlacht ebenfalls im ZDF muss noch gesucht werden. Sechs Kandidaten kämpfen darum, am Freitag ins Finale einzuziehen. Okay, das deutsche Fernsehen ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, eine Heimstatt der Innovation zu sein. Ein Beispiel: In Amerika läuft ein Typ durch die Gegend und schreit Twitter-Meldungen in die Menge. I think I fall in love with 10 strangers a day. Sigh. Und kurze Zeit später passiert das in Deutschland. Ja, man merkt echt, dass Sommer ist. Ich verlieb mich momentan 10-mal am Tag oder so. Oder ein Belgier parodiert David Copperfield. Und vollkommen unabhängig davon, Monate später das hier in Deutschland. Zauberei? Zufall? Hello, I'm Charlie Brooker and you're watching Screenwipe, a program all about television. And I don't know if you've noticed, but something... Das ist ja auch ganz was anderes. Immerhin ist mein Sofa blau. Aber erstaunlich innovativ kommt Kochen mit Knall daher. Die Sterneköche Stefan Marquardt und Frank Buchholz kochen mit erstaunlichen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel ein Lötkolben oder Heißluftföhn. Diese Weißwurst hier soll per Blitzschlag gekocht werden. Mmm, lecker! Da hätte ich übrigens den passenden Senf dazu. Leider war Kochen mit Knall quotentechnisch nicht so der Knaller. Kochen und Explosionen zu mischen, das ist dem Zuschauer vielleicht schon zu progressiv. Und deshalb merke, niemals traditionell Deutsches mit Action mischen. Das hat leider auch unsere Idee gekillt, Dinner for One von Quentin Tarantino inszenieren zu lassen. Dabei war der Trailer so vielversprechend. A butler
and his lady had a plan. Same procedure as last year, Miss Sophie? Same procedure as every year, James. But then, something went wrong. Schade, dass daraus nichts wird. Aber es gibt auch ganz lustige und interessante Essenskreuzungen im deutschen Fernsehen. Iss oder Quiz zum Beispiel. Zwei Leute sitzen beim Essen. Einer bekommt einen Knopf ins Ohr und muss während des Essens verschiedene Aufgaben ausführen. Der Gegenüber hat überhaupt keine Ahnung. Hier kämpft Kandidat Peter gerade um 500 Euro. Stehe auf, greife dir in Michael Jackson-Manier in den Schritt und mache ganz laut... Jetzt, Doch während der zweiten Staffel wurde die Sendung abgesetzt. Die Produktionsfirma soll Kandidaten im Vorfeld gecastet haben, obwohl in der Sendung gesagt wird, dass die Kandidaten spontan im Restaurant ausgesucht werden. Schlimm, schlimm. Denn das steht ganz klar im Widerspruch zum Rundfunkstaatsvertrag. Bei Sendungen, die mit Iss anfangen, ist das verboten. Tja. Was man auch super kreuzen kann, ist Kochen und Doku-Soap. Das ist sogar richtig unterhaltsam, denn manche Folgen sind richtig schön normal erzählt. Sternekoch Christian Rach ist allein unterwegs und hilft kriselnden Restaurants. Spannend, was wir gemeinsam noch entwickeln werden. Die Kochprofis stehen zu dritt vor brennenden Tonnen. Und bei Vox marschieren die drei Küchenchefs durchs Feuer. Wo jetzt genau der Unterschied zwischen diesen Sendungen liegt? Keine Ahnung. Das wird gerade noch erforscht. Zum Beispiel, die Küchenchefs finden die Speisekarte zu groß. 14, 15, 16, 17, 18, 19 Schnitzel und 4-mal Knusperschnitzel. Die Kochprofis auch. Oh! Du musst über die Zahlenfolge. Ich bin bei 58. Warte mal, ich zähle mal. 82. Das hört nicht auf. Ich bin schon bei 153. Ralf Zacherl trägt einen Streifenbart. Also müssen das die Kochprofis auch. Und zwar hier, hier und hier. Nur bei den Farben gibt es einen Unterschied. Das Logo der Kochprofis ist rot. Die Küchenchefs hingegen sind zu ihrer Farbe wohl so gekommen. Ah, wir brauchen etwas, was Feuer, Begeisterung, Liebe zum Kochen ausdrückt. Nehmen wir Türkis. Also schauen wir, wie so eine typische Kochdoku aufgebaut ist. Marks Würstchenladen. Trotz guter Lage sind keine Kunden da. Marc ist am Verzweifeln. Was denn? Heute ist Ruhetag. Dass die Sendung immer alles dramatisieren muss? Tja, wir drehen's halt so, wie es uns passt. Die vermeintliche Katastrophe wird dokumentiert. Kaum Gäste, mangelhafte Sauberkeit, unfähige Mitarbeiter und ein Kamerateam in der Küche. Es ist also ein Job für die Kochchefs. Diese drei Herren werden zwar nur eine kurze Zeit in dem zu rettenden Laden verbringen, aber das muss ja keiner wissen. Jetzt kommt erstmal die Bestandsaufnahme. Hier gilt, meckern, was das Zeug hält. Leute, es ist Fertigsoße. Alles TK. Wollt ihr mal was echt Widerliches sehen? Das ist doch Glibber. Super widerlich. Das Tomatenröschen braucht kein Mensch hier. Um die Handlung voranzutreiben, wird jetzt die Konfrontation gesucht. Die Wurzel allen Übels, der Koch. Da ist noch Luft nach oben, was? Und der kann gar nicht gewinnen. Na, Fertigsoße? Ich glaube, ich spinne, oder? Das ganze Essen aus der Tiefkühltruhe? Wo ist deine Ehre eigentlich als Koch? So nicht. Das ist eine Frechheit. Ich hoffe, das ist dir klar. Ich habe in der Bundeswehr Kartoffeln geschält. Mehr nicht. Wieso glauben die, dass ich ein Bocuse werden will? Weil wir versuchen, hier einen Spannungsbogen aufzubauen. Darum. Der nächste Schritt? Den Koch wieder aufbauen und das Restaurant verbessern. Stärken werden herausgearbeitet,
Gerichte werden gepimpt und unsere Profis geben wertvolle Tipps für die Küchenarbeit. Marc, du musst die Wurst fühlen. Mehr Gefühl. Genau. Ungefähr 2 Tage bis 3 Wochen später, irgendwie sind wieder Leute im Laden. Nachhaltig zu helfen wäre wirklich zu aufwendig geworden. Wir brauchen nur ein kurzes Erfolgserlebnis und das haben wir heute wirklich geschafft. Hier ist ein Currywurst Carpaccio. Und was sagt die Stammkundschaft dazu? Schon ein neumodischer Scheiß. Wer ist eigentlich alles an so einer Sendung beteiligt? Klar, die Köche. Aber auch Kameramann und Team vor Ort schmuggeln sich gerne mal ins Bild, wie hier und hier zu sehen ist. Wen wir aber nie sehen, das ist der verantwortliche Redakteur. Diese Gruppe an kamerascheuen Fernsehmachern schauen wir uns jetzt genauer an. Die verschiedenen Redakteurstypen. Der aufgeblasene Delegator. Er verschwendet einen Großteil seiner Zeit damit, zu beweisen, dass er der größte Hecht im Karpfenteich ist. Er kann nix, ist aber Redaktionsleiter. Dank geschicktem Outsourcing schafft er es, als einziger rechtzeitig Feierabend zu machen. Also Sendung abnehmen würde ich sagen, machst du. Text schreiben machst du da außen, Namen vergessen. Drehplanung erstellen du da. Okay, alles klar, los. Das wird nur noch von seiner Faulheit übertroffen. Ey, du da, bringst mir noch mal einen Kaffee. Ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, ja? Dieser völlig überarbeitete Redakteur ist dafür zuständig, das auszubügeln, was der Redaktionsleiter verbockt hat. Dass er dafür Dankbarkeit erwarten kann, ist selbstverständlich ausgeschlossen. So eine dumme Nuss war das, die Frau. Ah, da ist es ja. Schließlich ist alles, was nach nächtelangem Durcharbeiten doch noch klappt, der Verdienst des Vorgesetzten. Bitte schön, ja. Ja, sehr gerne. Davon habe ich immer geträumt. Sehr gerne. Oh, danke. Aus diesem Redakteur wird schließlich der Resignierte. Ihm ist mittlerweile alles egal. Du, ich glaube, da war ein Mikro im Bild. Das versendet sich. Das versendet sich. Das versendet sich. Ich brauche einen neuen Redaktionsleiter. Du da. Die Sendung versteht kein Mensch. Die schneidest du bitte nochmal neu. Ein Blick in Restaurantküchen ist ja ganz nett. Aber der versierte Hobbyspanner will mehr. Er will einen Blick in die Wohnungen Deutschlands. Und das geht am besten mit Kochen. History Cooking bei Guido Knopp hat das gemacht. Der wurde in fremde Wohnungen einmarschiert und der überraschte Besitzer zwangsbekocht. Die Sendung war aber rundfunkrechtlich ein Problem. Schade. Wesentlich subtiler und vor allem ohne die Kandidaten zu fesseln, geht da Vox vor. Im perfekten Dinner treten 5 Kandidaten an und bekochen sich gegenseitig. Es gibt tatsächlich interessante Kochtipps. Das heißt Nistersohn und das fängt im Mund so richtig an zu knistern. Das macht so richtig plopp, plopp, plopp. Das obligatorische Gemeckere. Das Knistern war sehr überraschend, aber es war sehr wenig Knistermasse auf dem Eis. Ich mag das grundsätzlich nicht. Wir bekommen Einblicke in deutsche Schlafzimmer, die erschreckend rosa sind. Und wir sehen, wie die Deutschen sich die Zähne putzen. Tja, wer drauf steht? Jetzt gibt's das nicht nur mit normalen Leuten, nein, es gibt auch noch eine Promi-Version. Die erkennt man vor allem an den Einblendungen, die erklären sollen, warum dieser Typ denn jetzt genau ein Promi ist. Ah, das ist doch der... Und die... Das ist doch die... Und das ist echt auch ein Grund. Und ja, ist bekannt. Und wie ist so eine typische Koch-Promi-Doku-Soap eigentlich aufgebaut? Wir sind in München. Hier ist jeder prominent. Irgendwie. Auch unsere heutigen 4 Kandidaten. Aber so richtig kennen tut man in der Regel immer nur eine Person. Die 3 anderen eher nicht. Ich bin das typische It-Girl. Kein Mensch weiß genau, warum ich überhaupt berühmt bin. Ich mache übrigens nur mit, weil ich das Geld für eine Entziehungskur brauche. Ich bin Soapstar und eigentlich schwul, das darf aber niemand wissen. Deshalb soll ich bei dem Scheiß hier meine Männlichkeit beweisen. Steve, ja, total mein Alter, ganz mein Typ.
Ich bin übrigens die abgehalftete Moderatorin. Meine letzte Sendung liegt über 10 Jahre zurück. Aber die Leute lieben mich trotzdem. Die alte Quizschabracke ist übrigens wirklich die bekannteste. Deshalb zeigen wir ihre Wohnung auch erst am Schluss. Den Anfang macht immer die zweitprominenteste Teilnehmerin. So, ich tue jetzt mal so, als ob wir die Szene nicht schon 25 Mal gedreht hätten. Ihr hier, na kommt doch rein. So, das ist meine schöne Wohnung mitten in Schwabing. Hier das Wohnzimmer. Da am Tisch werden wir dann nachher essen. Genug gezeigt, jetzt wird eingekauft. Währenddessen müssen sich die Gäste zum Menü äußern. Schweinebraten? Die armen Tiere, Mensch. Ich bin Vegetarier. Musst du nicht die Homo-Gerüchte ausräumen? Ah ja, stimmt. Geil. Schwein. Ich liebe Schwein. Ich grill jeden Tag und ich gehe jagen. Das beste Gemüse der Stadt gibt es übrigens hier. Hallo, Herr Breu. Wer bist denn du? Weil wir jeden Furz kommentieren müssen, jetzt noch ein Gedanke zur Tischdeko. Also, solange sie Teller hat, passt eigentlich alles. So, die Knödel, die sind jetzt gemacht und der Braten, der ist auch so ziemlich fertig. Ich gehe mal kurz ins Bad, weil es ist schon spät. Ich gehe mich hübsch machen. Ja, husch husch, meine Schweinebräterin. Als Sprecher bin ich nämlich nie um einen ironisch anzüglichen Spruch verlegen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie gestellt diese Begrüßungsszene wirkt. Das ist so toll, dass du da bist. So schön. Ich komme ein bisschen später, weil ich mir kein Taxi leisten konnte und dieser Scheißbus Verspätung hatte. Drecksendung. Hey, die wohnt ja echt hier. So, die Gäste sind da, alle setzen sich. Es gibt Schweinebraten. Liebe Männer essen, liebe Fleisch. Ah? Ah. Dazu gibt es belanglose Gespräche. Ich hatte ja so schlimmen Durchfall. Wir sind beide so extrovertiert, dass wir überhaupt nicht zuhören, was der andere sagt. Danach verschwindet die Gastgeberin in die Küche. Die Gäste erkunden an dieser Stelle immer die Wohnung. Hey, guck mal, die hat das gleiche Antidepressivum wie ich. Ich glaube, die ist schwanger. Hui, zeig mal. Jawohl, 2 Striche. Guck. Wo war das Antidepressivum? Doch nicht jetzt. Hopp, hopp, zurück zum Esstisch. Nachtisch. Sag mal. Und das Aldi oder dort? Ja, lustig, ne? So, Essen fertig, Bussi Bussi, dann draußen die Punktevergabe. Schön, dass ihr da wart. Ja, total toll. Also es gab überall nur Fleisch. Totes, kaltes Fleisch. Und das ist echt eklig. 3 Punkte. Ich meine, ansonsten hat sie sich ja echt Mühe gegeben. Und gleich die Wohnungen der anderen Kandidaten und ein handfester Streit. Außerdem, so erschaffen sich die Sender die Promis selber. Wer ist denn überhaupt ein Promi? Gut, es gibt Leute, die haben in Wirtschaft, Politik oder Sport viel erreicht und sind deshalb prominent. Auf der anderen Seite kann man sich als Sender seine Promis auch selber züchten. Hilfreich ist dafür ein eigenes Magazin, wie Prominent. Hallo, mein Name ist Konstanze Rick. Herzlich willkommen bei Prominent. Mit 16 Deutschlands beste Künstlerin, mit 18 schon ausgebrannt, gerade speiste La Fee noch beim Promi-Dinner. Jetzt nehmen wir ihre unglaubliche Karriere unter die Lupe. Das Format ist ja mal geil. Einfach eine Klatschtante beim Rumsitzen und Nachdenken zeigen. Oh, ob man zu viel Botox nehmen kann? Ich spüre meine Stirn nicht mehr. Und wieso hat diese flache Schreibmaschine keine Tasten? Außerdem ist das total einfach zu produzieren. Man setzt diese Tante einfach eine Woche lang an verschiedene Orte und lässt sie grenzdebil grinsen. Fertig sind die Moderationen für ein Jahr. Den Text kann man ja noch nachher drüberlegen. Und das ist eigentlich gar keine blöde Idee. Man spart sich nämlich so die stressige Studioaufzeichnung. Da sind eh alle immer unter Zeitdruck, stressen rum oder sehen die Studiotechnik zum ersten Mal. Also, warum dieses Konzept nicht einfach bei anderen Sendungen anwenden? Ich meine, welche Sendung wird täglich unter Stress und Zeitdruck produziert? Mein Name ist Philipp Rick. Willkommen zu den Tagesthemen. Im afghanischen Kabul hat sich ein schwerer Bombenanschlag ereignet. Dabei starben mindestens 35 Personen. Die weiteren Themen: Euromission, Merkel und Sarkozy beraten über Marschroute. Und Kundendienst, Internetportal hilft beim Lebensmittelcheck. Es ist der schlimmste Anschlag in Afghanistan seit mehr als einem Jahr.
Der Attentäter sprengte sich im morgendlichen Berufsverkehr in der Nähe eines NATO-Konvois in die Luft. 5 NATO-Fahrzeuge wurden beschädigt, 20 Soldaten verletzt. Außerdem starben mindestens 35 Zivilisten. Was für ein schleimiges Arschloch. Aber zurück zum Promi-Dinner. Nach dem bürgerlichen, bodenständigen Erlebnis geht's zum Soapstar. Der ist ein Freund des Guten und Schönen. Und jetzt möchte ich euch noch was ganz, ganz Besonderes zeigen. Meine goldene Louis Vuitton-Karte. Damit kann man unglaublich viel Spaß haben. Außerdem kann er richtig gut kochen. Das Essen war ein Traum, wie von einem Designer kreiert. Oh, guck mal. Nein. Hey, das ist doch der Steve mit seiner Freundin. Er kann kochen und ist der perfekte Gastgeber. Hohe Punktzahl garantiert. Weiter geht es zum Nicht-Promi Nummer 3, dem alternden Teenie-Star in seiner Methadon-Küche. Wow, toll. Gebeizte Kartoffelscheiben auf geschmolzener Tomatenemulsion an geextrahierter Wodka-Muslin. Das klingt echt super. Respekt. So, hier. Pommes. Ketchup. Oh, Pommes. Mahlzeit. Können wir vielleicht noch was zu trinken haben? Ja, Entschuldigung. Was bin ich für ein Gastgeber? Hier, Wodka. Ist es schlimm, wenn ich dann die Spritze gelangt habe? Also der Marc, ja. Das Essen war scheiße, aber der Nachtisch war echt 1A. Top. So, und hier ist jetzt der Nachtisch. Ich glaube, wir sollten die Kamera dann vielleicht doch... Schnell noch ein paar Punkte und dann weiter zum Finale. Eine Folge wird in wenigen Tagen gedreht. Wenn wir Glück haben, gehen sich die Teilnehmer spätestens beim letzten Essen richtig auf den Sack. Da seid ihr. Willkommen in meinem kleinen Heim. Oh, ich glaube, es hat geklingelt. Geht doch mal, wer da ist. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, Verena, lass dich her. Ja. Doch, ich fühle mich wohl hier. Kann ich nicht anders sagen. Also meine Lieblingsmethadon-Klinik ist ja in Oberbayern. Wie machst du das mit Antidepressiva? Ich habe da 2 Ärzte inzwischen. Das ist ein Kleiderschrank. Links davon, links. Da ist eine Wand. Schön, du musst ihm Toilette zeigen. Hier, bitte, hier. Nein. Ist das live? Können wir das schneiden? Nein. Mein Haus wurde versteigert und ich wohne jetzt in einer Bahnhofspension und habe mir halt für diesen Dreh diese Wohnung hier gemietet. Ist das so schlimm, oder was? Nö. Die Leute lieben mich trotzdem. Doch jetzt zum Essen. Zum Wohl, meine Lieben. Wohlsein. Prost. Cheers. Das schmeckt ja wie bei Feinkost Käfer. Die liefern ja auch. Oh, komm, halt die Klappe. Nee, ehrlich, also hier in der Wohnung ist noch nichts echt. Das Essen nicht. Die Wohnung nicht, dein Gesicht nicht. Du bist so falsch, Verena. Du bist so karrieregeil. Ja, da redet der Richtige. Was meinst du damit? Ach komm, du weißt genau. Ach, ich bin so ein starker Mann. Was? Tagsüber der ich besorg's jeder Frau und nachts besorg's dir irgendein Horst von hinten. Ehrlich. So eine Unverschämtheit, Verena. Ich bin nicht schwul. Jetzt streitet doch nicht. Ich bin doch auch ein Tier. Und damit endet unser D-Promi-Dinner. Zurück bleiben 4 Semi-Prominente und die Erkenntnis, dass der Schwule immer gewinnt. Und ihr steckt eure Füße unter meinen Tisch, also seid jetzt ruhig. Und das war's für heute. Fernsehen macht blöd, aber unglaublich viel Spaß. Bis nächstes Mal. Und da lag ich dann mit der Sprühsahne zwischen Judith Rakers und Susanne Daubner. Aber da ging gar nichts. Das war früher mit Anne Will lustiger.